Hallo und herzlich willkommen zu Evo Space. Perfekt, oder? Okay, ich habe natürlich leicht darauf hingearbeitet. Ist das nicht schön? Ich habe mal die Halle ein bisschen beleuchtet hier, damit das auch im Dunkeln ganz nett wird. Im Dunkeln ist übrigens so. So sieht es im Dunkeln aus. Hat schon was, ne? Oder? Aber wir wissen ja, wir spielen bei Sonnenaufgang. Sind die eigentlich noch an oder sieht das nur so aus hier? Jetzt sieht nur so aus. Okay. Folgendes. Pass mal auf, ich gehe mal hier hin. Da sieht man das. Ja, hier habe ich auch ein bisschen aufgestockt. Sieht man das ein bisschen besser? Ich habe das ein bisschen umarrangiert hier. Das ganze Spiel. Weil das soll auch mal ein Gebäude werden, extra hier halt hierfür. Das ist nur alles so ein bisschen eng, weißt du? Ich weiß nicht genau. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Übrigens habe ich was festgestellt. Man kann auch den Strom auslesen. Also der ist ja gerade hier volle Pulle quasi. Beziehungsweise ist das nicht der Strom, das ist eher die Akkukapazität, glaube ich. Pass mal auf, wir schließen mal den mit an. Das ist ja der andere. Siehst du, jetzt zählt er da runter. Und das sieht aus, als wenn er die Akkukapazität hier auslädt. Du hast hier zwei Werte drin. Einmal Kapazität an sich und dann Strom. Aber Strom scheint halt ja der aktuelle Akkustand zu sein. Ja, und ihr seht, also um hier wirklich vor allen Dingen um den Dicken laufen zu lassen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Saft. Und macht den mal wieder ab so lange, damit er sich wieder fangen kann. Also wir gucken uns mal den aktuellen Stand der Solarpanel an. Es sind schon ein paar. Ja. Frag mich nicht, wie viele. Eine Reihe hat 32. Wer die zählen will, kann ja mal eben durchzählen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben ja auch noch was anderes. Und da kann man vielleicht schon dezente Vorbereitungen meinerseits erkennen. Ja? Die letzte Folge geguckt haben, die wissen vielleicht, was kommt. Ich muss mal gerade suchen. Ich glaube, ich habe den am Ende noch ohne euch fertig aufgestellt, ne? Also hier sind ja die Plutonium-Brennstäbe drin, das hatten wir ja letzte Mal. Und genau die hier, die nehme ich hier vom Fließband ab, allerdings nicht ganz vorne, sondern eher so mittig und in relativ langsamen Greifarm, weil es mir weniger darum ging, wie schnell die gekräftet werden, als mehr darum, dass das nicht ganz so auf mein Material geht, wenn ich das Material für andere Dinge vielleicht brauche, weißt du? Das heißt, der braucht eine Weile, um die zu kräften. Und die Teile, die sind ja, ach nee, hier lege ich von Hand rein. Ne? Hier, Stahlbeton. Habe ich noch welchen? Nee. Ich muss neuen holen. Aber der wird ja auch relativ langsam gekräftet. Nee, die anderen Dinger, die sind ja da. Und, jetzt reicht. Jetzt reicht. Wir haben ja hier schon mal unterirdisch aus dieser tollen Kiste ein Band gelegt, was da ganz hinten rüber ging. Und hier greife ich mir das einfach ab. Auch relativ langsam, es braucht ja nicht schnell zu gehen, und schiebe das von unten in die Maschine rein.
fand ich die günstigste Lösung. Jetzt, vier Sticks, heißt vier Reihen. Jetzt nehmen wir uns die Dinger, weil ich hätte die langsam echt gerne, weil Wärmeenergie ist immer knapp. Ah, ich habe übrigens hier drei Stück draufgestellt, weil ich hier die Öfen ersetzt habe, damit da mehr Druck drauf ist. Und ihr seht, die ziehen die Maschine auch gut leer. Ach so, und jetzt seht ihr das auch mal blinken hier. Ja, immer wenn da welche reinlaufen, blinkt der halt. Scheiß. Ja. Also der hier, der hat ganz schön Stress. Der hat ganz schön Stress. Ah, hier geht's eigentlich. Ja, okay, das hängt auch ein bisschen mit denen zusammen, die haben Stress. Hier könnte man vielleicht noch aufstocken, aber ich glaube nicht wirklich, dass das nötig ist, weil auf der Seite kommt schon genug raus. Und Wasserstoff, ich guck mal kurz. Könnte mehr sein, nicht wahr? Ich meine, der scheint zwar hinterher zu kommen, aber könnte... das könnte eher das Problem sein, der Wasserstoff. Na, jetzt wartet er auf Wasserstoff, damit er überhaupt weitermachen kann. Aber noch ist genug da. Noch ist genug da. Es liegt aber, wenn dann, eher am Wasserstoff. Was wollte ich denn jetzt überhaupt? Ach so, die Dinger haben wir uns rausgenommen. Ja, es ging nur darum, was ich noch so gemacht hatte. Ne? Hier habe ich auch noch Freezer dran gemacht, damit das Ganze ein bisschen geschmeidiger läuft. Ja, und deshalb hat der das hier halt nicht mehr geschafft. Die hatte ich schon mal ersetzt durch High-End-Öfen. Und da habe ich jetzt einfach drei so Dinger drauf gesetzt und passt. Passt ganz gut. So, jetzt machen wir Folgendes. Oh, ich hoffe, das ist nicht zu nah dran hier. Nee, ne? Nee, nee, das passt, glaube ich. So gerade. Und siehst du, genau 32 Stück. Man könnte die auch ganz anders aufstellen. Also so, das ist ja jetzt nicht unbedingt platzsparend, aber jetzt habe ich das nur mal gebaut. Und jetzt stelle ich die auch hier hin. Oh, wir machen das ja sogar ganz voll jetzt. Ja, waren ja nur vier Reihen. Ja, ja, ich habe da auch nicht mehr, nach dahin auch nicht mehr viel Platz, ne, zu den Bäumen. Keine Ahnung, wie gut das jetzt... boah, ey, teilweise fängt das Spiel jetzt schon an zu pelzen. Zu viel gebaut, glaube ich. Schon zu viel los. Ich glaube, insgesamt schafft die Stromerzeugung das möglicherweise nicht ganz. Ja, jetzt läuft da hinten auch noch die, die Maschine und alles. Das muss man natürlich auch bedenken. Weil man könnte... Boah, der geht aber immer. Hast du gesehen, wie der den leer gezogen hat? Das hat so viel noch nicht gebracht. Da brauchen... Nee, das kann ja auch nichts bringen. Weißt du auch warum? Weil ich ein Honk bin. Wie immer. Wie immer bin ich ein Honk. Mal gucken, ob sich jetzt irgendwas ändert, weil ich habe die ja noch gar nicht angeschlossen. Hier ist nämlich der Anschluss. Hehe. Zack. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Die schaffen das. Also für den Moment ist auf jeden Fall genügend Wärmeenergie da. Oh doch, die bringen einiges, ne? Guck mal, die laden die wieder auf. Aber Strom ist trotzdem nicht genug da. Wir müssten weiterhin mehr Strom erzeugen. Man könnte natürlich auch noch... welche haben wir denn normalerweise gebaut hier? Wir haben die gebaut, ne?
Die habe ich noch gar nicht erforscht. Das ist einmal industrielle Dampfturbine und industrieller Erhitzer, ne? Weit, weit, oder? Genau. Die mit dem I dran. Die beiden. Hab nicht genug Gehirn, ne? So kann man das natürlich auch sehen. Ein brauchbares hätte ja schon gereicht. Ich nehme mal so ein bisschen was. Guck mal hier, ich habe die Kiste voll aufgestockt. Ich baue davon mal ein. Und Gehirne sind hier. Ich nehme mir einfach hier so ein Stack raus. Zack. Oh Mann, das geht wieder. Das schlägt wieder voll ein. Ich glaube, den müssen wir jetzt sowieso dicht machen hier. Weil da wird sich. Ich mach mal die Seite ab. Ich hatte hier ein bisschen. Nee. Ich hatte hier ein bisschen rumprobiert mit diesem. Mit dem Schalter. Aber ich komme damit immer noch nicht klar. Hier dieser, da kannst du so einen Schalter bauen, ne? Theoretisch würde man jetzt sagen, damit kannst du den Strom an- und ausschalten. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Also irgendwie, pass mal auf, ich mach mal so. Wo ist der Schalter? Da. Und jetzt mache ich den dazwischen. Wir sehen, der arbeitet. Also ist der Schalter wohl eingeschaltet. Jetzt achten wir mal auf diese 334K Strom, die hier angezeigt werden. Kurz unter mir. Ne? So, jetzt lege ich den Schalter um. Ja, also es passiert schon irgendwas. Aber ob der jetzt die ganze Zeit da an- und ausschaltet und wieso? Wieso schaltet der nicht komplett? Ich weiß es nicht. Komm, mit dem Stromschalter bin ich bisher noch nicht klargekommen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich vielleicht, und das geht bestimmt, ja, mit diesen ganzen Gates und sonst was, was man da hat. Hier gibt es ja noch so ein Ohrgate und so was. Habe ich jetzt keins in der Tasche, aber da hinten haben wir einen stehen. Dass man da irgendwie was baut, dass man sagt, pass mal auf, nur wenn genug Akku da ist oder so, dann machst du das Ding an und ansonsten schaltest du das Ding automatisch wieder aus. So was in der Richtung habe ich mir gedacht. Wahrscheinlich geht das auch, aber ich bin zu doof. Was willst du machen? Ja? Irgendwas ist immer. So. Und was wollte ich jetzt noch? Ist alles fertig. Tschüss. Keine Ahnung. Ja. Hier ist Stress. Die Maschine hat Stress. Der ist voll. Ach so. Ja. Guck mal, wir haben wieder einiges an Panelen. Wir könnten also auf jeden Fall, wir machen das auch, komm, ist egal, wo wir gerade hier sind. Da ist noch genug Platz. Ich habe wieder gute Vorarbeit geleistet. Je mehr Strom, desto besser. Ist ja kein großer Akt. Nach all den Vorbereitungen. Schön. Schön, schön. Bisschen hin und her fliegen.
Und noch ein. Bringt wieder mehr Tinte auf den Füller. So. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Aktuelle Produktion 10,8. Ja, das ist schon. Vielleicht wird das jetzt sogar reichen, dass wir den besseren Fusionsreaktor einschalten. Boah, wie das am Ruckeln ist mittlerweile, ne? So im Flug und so merkt man das. Also ich habe immer noch so um die 30 Frames. Könnt ihr die eigentlich sehen? Nee, schade, ihr seht die nicht. Ich weiß gar nicht, über welche Funktion ich mir die gerade anzeigen lasse. Aber dadurch, dass ich das Zeug jetzt da rausgenommen habe, obwohl so viel höher wird der Verbrauch dadurch gar nicht werden, glaube ich. Weil die haben ja eh schon wie doof gearbeitet. Ich hoffe, das gibt dir keinen Stress wegen dem fehlenden Wasserstoff. Ich habe auch keinen Bock, das wieder aufzufluffen. Ich bin hier nur am Auffluffen. Da habe ich auch noch zwei Wasserstoffdinger draufgesetzt, weil da auch der Wasserstoff ausgegangen ist. Ah, ich habe extra noch einen Tank drunter gesetzt, aber man sieht. Ja, das springt immer so ein bisschen hin und her, aber grundsätzlich geht die Tendenz nach unten. Und ja, je länger das Ding da zugange ist, desto leerer wird der Tank. Auch wenn es im Moment so aussieht, als wenn er voll wird, nein, der wird eher leer. Das ist, wie es ist. Je mehr von dem Zeug hier ankommt, desto leerer wird der. Wobei, auch wenn der leer ist, hat der immer noch einen guten Durchsatz. Aber dann passiert es plötzlich, dass das Band vollläuft. Das siehst du dann. Hier ist dieses Endgate, ne? Da kannst du ja die dollsten Sachen einstellen. Und damit kann man dann bestimmt so einen Schalter steuern. Irgendwie. Und vielleicht würde er ja dann funktionieren. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Bin zu doof. Und wie ich das hier mit dem Gebäude machen soll, weiß ich noch nicht. Irgendwie ist da wenig Platz drin. Ich habe gedacht, wir könnten heute auch mal die Dinger hier anschmeißen. Auch wenn ich noch darüber nachgedacht habe, die Akkus noch weiter aufzufluffen. Ich habe da noch eine so eine Reihe komplett dran gemacht. Oder hatte ich das letzte Mal schon gesagt? Keine Ahnung. Letztes Mal habe ich von den zwei Reihen geredet, die ich dran gemacht habe. Na, jetzt habe ich nur eine dran gemacht. Aber man könnte hier hinten noch so eine komplette Reihe dran machen. Und obendrauf könnte man noch welche setzen. Das wird jetzt sowieso nichts bringen, wenn wir das Ding, wenn wir das Ding aktivieren. Es wird keinen Unterschied machen. Es wird nichts passieren. Aber wir können es ja mal tun. Alle drei auf einmal. Komm. Eins, zwei, drei. Jetzt gehen wir hier hin. Natürlich speichern. Dann gucken wir uns das von hier an oder so. Stört die Sonne? So, kann man das gut sehen? Wenn ich so mache. Ich sage euch, das ist totaler Humbug. Aber cool aussehen tut es alle Male. Wird aber nicht lange halten.
Ist ein Problem. Das hat irgendwas mit der Kommunikation mit anderen Planeten zu tun. Ich denke mal, wenn du dann wirklich, weiß ich nicht, auf mehreren Planeten unterwegs sein willst und Kommunikation und so machen willst, dann musst du die irgendwie aktiv halten, schätze ich mal. Das könnte ja auch ein Problem werden. Falls du jetzt nicht da bist und das Ding fällt aus, warum auch immer, wie kommst du denn dann jemals wieder dahin, um das wieder zu aktivieren? Ich weiß ja nicht, wie man hin und her reist, aber wenn man über diese Dinger hin und her reist, könnte das ein Problem sein. So, und als erstes wird jetzt quasi der linke ausgehen, dann der in der Mitte und dann der rechte. Tja, jetzt sind die Akku leer. Das hast du jetzt davon. Mach doch mal den richtigen Knopf. So, jetzt machen wir die wieder ab. Ach, das wäre so schön, wenn man dafür Schalter einsetzen könnte. Für solche Sachen. Aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken. So, und die laden jetzt wieder langsam auf. Das ist nicht viel Strom, den die kriegen. Deshalb habe ich schon extra hier 2, 4, 6, 7. Da oben habe ich leider jetzt nicht mehr Platz. Und da unten, dann versperre ich mir selber den Weg. Dann müsste ich mir den woanders hin machen. Worüber ich auch schon nachgedacht habe. Ist ja nicht so, dass ich da noch nicht drüber nachgedacht habe. Aber wie viele willst du da hinmachen? Also. Ich meine, mittlerweile haben wir genug Energie, dass wir so ein Ding tatsächlich dauerhaft betreiben könnten. Die Frage ist halt, für was? Ja? Da kann ich ja besser dann so ein Ding anschließen. Mein, den möchte ich eigentlich sowieso weghaben hier aus Hartmetall, weil der halt doch wieder am Ende etwas effektiver arbeitet. Und dann kannst du besser so einen guten nehmen, ne? Oder? Und gucken wir mal, was der da hinten bisher wieder gebaut hat. Wahrscheinlich nicht so viel. Hier hat er 47 von. Da ist aber auch noch ein bisschen was in der Kiste. Und hat er auch schon wieder 23 von gebaut. Siehst du, obwohl ich den ziemlich einschränke in seinem Material. Einer entgeht ihm meistens noch, der kriegt quasi mehr oder weniger, kriegt er nur von einem. Ja, schon wieder 24 Stück. Ja, die arbeiten jetzt noch nicht volle Pulle. Ja, und die Guten hier. Ja, gut, wir sehen die ja nicht. Die werden ja hier drin nicht angezeigt. Du kannst die ja nur von, ja, von Hand noch nicht mal. Von Hand kannst du sie noch nicht mal kräften, glaube ich. Du kannst sie ja nur in der Maschine kräften. Ja, sowas müssen wir uns noch bauen. Den einen habe ich schon gebaut, ne? Habe ich die beide schon gebaut? Nee. Ach, siehst du, und den habe ich auch noch. Reaktor, da könnte man auch noch dran. Nee, ich brauche den hier. Aber habe ich nicht genug Material für? Nee, habe ich nicht. Warum brauchst du da Material für? Warum brauchst du da Rohre für? Vielleicht sollte man auch mal drüber nachdenken, automatisch Rohre machen zu lassen, aber ich habe keinen Platz. Das ist ja doch schon ziemlich eng hier. Na gut, nach hierhin könnte ich mir noch Platz schaffen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und dann halt hier noch ein Maschinchen dran. Ich glaube, das mache ich hier auf jeden Fall größer. Das wird nicht so bleiben.
Ja. Bis dahin dann. Boah, immer diese durch den Boden fallen. Ich habe auch mal irgendwo in Foren oder so oder auf dem Discord oder so, hatte ich da auch mal von gelesen, dass das so ein Problem ist, was sie bis jetzt irgendwie noch nicht im Griff gekriegt haben. Wie macht man denn jetzt die Rohre da draus? Daraus werden Teile. Ach so, Moment, die machst du mit. Habe ich nicht noch so ein Ding? Hier? Montage oder? Nee, natürlich nicht. Dafür brauchst du die hier, den Assembler, glaube ich. Oder? Assembler? Ja, kann sein. Gucken wir eben, was ich hier gemacht habe. Ja, ist ein Assembler. Gib mir mal davon ein Stick und davon wird langsam wenig, ne? Und dann können wir uns einen Assembler bauen. Ich glaube, ich hole mir auch noch ein klein bisschen hiervon. Nicht viel, nur so ein bisschen. Wo ist er? Ich stelle ihn hier hin. Geht doch. Es geht doch. Genau. Und dann legst du quasi rein. Oh, meine Lieblingsbeschäftigung. Da sind sie doch. Röhrchen. Röhrchen. Da war sie doch. Die beste Kiste, die es gibt. Zack. Und kommen drei. Wird wahrscheinlich für alles reichen. Das wird wieder eine Weile dauern, bis das produziert ist. Aber zumindest ist jetzt mal gut Wärmeenergie da. Jo, was wollten wir bauen? Das Ding? 10 Rohre. Das ist ja jetzt nicht die Welt. Gib mir mal einfach einen Stack. Und dann gibst du mir hiervon noch einen Stack. Ich weiß nicht, ob wir da noch. Ich glaube, hier ist kein Platz mehr drin, ne? Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob die Wasser ist genug. Passt aber, glaube ich, nichts mehr drauf.
abbauen ist doof. Auch wenn es jetzt schnell geht, aber man muss so vorsichtig sein. Und das ist ja... Was haben wir hier für ein Tool? Edelstahl. Stell mal vor, du machst jetzt hier... Nimmst so ein Chef-Tool. Hier aus Neutronium da irgendwas. Was meinst du, wie schnell das ist? Ich glaube, da hast du komplett verloren, ey. Boah, da drückst du einmal auf den Mausknopf oder ist die halbe Anlage abgerissen oder so. Weil eins muss man den Dingern lassen, die haben schon eine gute Reichweite. Oder? Die Reichweite ist schon ordentlich, ey. So, gib her das Zeug, dann stellen wir uns die hier neben und haben danach wahrscheinlich nicht mehr genug Saft, um die noch versorgen zu können. Wie stelle ich die denn jetzt am besten hin, Mann? So? Ach, guck mal, so schön gülden. Der hier. Hier rum. Muss richtig, ne? Ja? So. Und da stellt man ja nichts drin ein. Das heißt, ich ja, erstmal gehe ich auf Tauchfahrt. Oh. Das ist eine Schlamperei hier. Muss ich gerade mal feststellen. Mir so ein. Genau. Perfekt. Rohre haben wir noch? Und ich wollte gerade sagen, eigentlich musst du jetzt ausgehen. Ja, weil der hat ja keinen Abnehmer. Und da wird er seinen Strom natürlich nicht los, ne? Und jetzt müsste es ja wieder angehen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich Wassermangel kriegen oder so. Könnte passieren, ne? Wenn der erstmal richtig Leistung einfordert. Weil er ja im Moment nicht tut. Da haben wir diesmal die Stromversorgung aber richtig aufgeflufft. Oh, der bleibt noch stabil. Wärmeenergie ist alle jetzt. Ja, und dann... Wenn nicht genug Wärme drin ist, dann kann das Ding natürlich auch nicht mehr effektiv arbeiten da unten, ne? Aber ich denke mal, wenn ich jetzt so mache, wenn der Akku erstmal wieder voll ist, dann könnte auch gut sein, dass die Wärmeenergie zurückkommt. Kann einen Moment dauern, bis sich das einpendelt. Kann auch sein, dass sie nicht kommt. Also, das weiß man nicht so genau.
ist jetzt im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt, um danach zu gucken. Aber ganz ehrlich, wenn der jetzt schon anfängt zu strugglen, dann wird das nichts. Aber ich noch nicht erforscht, ne? Pumpe? Nee. Hier. Die werde ich auf jeden Fall alle mit guten ersetzen. Und dann kann ich mir schon vorstellen. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Ein noch. 5. Und dann denke ich mal, wird das auch reichen. Ich glaube, dann reicht das. Geh da rauf. Jetzt sind wir gegen die Decke gesprungen, ne? Wasser. 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 Zumindest geht es im Moment nach oben. Weiß nicht, ob das noch für noch einen reichen wird. Zumindest platztechnisch würde es reichen, ne? Oh ne, das ist ein zu hoch. Ja, gut. Soweit zu dieser Folge. Ah, kommt nicht hoch. Kommt nicht hoch. Kommt nicht hoch. Leute, er kommt nicht hoch. Dafür hätte ich gerne einen Daumen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.